Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Zurück in dem Raum mit den Stacheln. Muss ich nochmal ganz von vorne anfangen. Denn einer von den Greiferschienen hat mich gegriffen. Die Drecksau. Das ist genau hier zwischen den Stacheln. Mann, 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 Mann. So, jetzt muss ich natürlich auch das hier wieder dahin schieben, wo es hingehört. Nein! Link, du sollst schieben. Los, gib dir mal ein bisschen Mühe. So. Ah. Nein! Oh Mann! Reifen und schieben! Und raus hier. So, rein ins nächste Loch. Wie wir von eben wissen, passiert hier gar nichts. Ich kann ja noch mal eine Runde laufen, aber ne, gar nichts. Und jetzt kommen wieder die Handdinger. 99 Pfeile. Da werde ich 20 Pfeile auch dafür ausgeben können. Also man braucht schon echt viel. Ich glaube so 7. Warum kriege ich keine Pfeile wieder? Gut, aber ich habe sie jetzt alle besiegt. Weiter geht's zum nächsten Loch. Mal gucken. Irgendwann aktivieren sich ja auch diese Statuen, aber die sind ja auch eigentlich ziemlich easy. Pfeil rein und dann stehen die still. Nein! War nicht. Ja, jetzt kommen sie. So. Ups. Oh. Das hört sich so an, als wäre hier irgendwo ein... Ja, ein Pfeil liegen geblieben. Na, nur noch 5 Pfeile und dann ist wieder alles voll. Okay, wer wartet hier hinten? Ich glaube, noch mehr Schleim, oder? So, ist zumindest die Kiste erstmal aufgetaucht. Jetzt müssen wir den ganzen Schleim hier besiegen. Und hier müssen wir jetzt hin mit dem da. Denn auch wenn die Stacheln weg... Ach nee, die sind ja noch gar nicht weg. Dadurch kommen wir sonst nicht hin. Genau, das hätten wir auch schon beim ersten Mal machen können. Ah, wir hätten nicht wirklich das bekommen, was wir gewollt hätten. Deswegen überall mal reinhüpfen, alle Gegner besiegen. Und dann lohnt sich's auch.
das Teil hier rüber zu schieben. Schieben, schieben, schieben. Och, geht's ja. Später gibt's eine Stelle, da müssen wir dabei auch noch die Eisenstiefel anhaben. Das ist voll ätzend. Bist du noch langsamer wegen der Eisenstiefel? So. Ich glaube, wenn ich jetzt hier draußen rauskomme, hören die Stacheln auch auf. Nein, tun sie nicht. Aber ich habe den Schlüssel bekommen. Jetzt hören die Stacheln auf. Und ich glaube, das ist jetzt die Extrakiste. Eine Schatzkarte. Genau. Hätten wir nicht alle Gegner besiegt, hätten wir nur den Schlüssel bekommen, nicht aber die Schatzkarte. So, jetzt können wir durch die Schlüsseltür laufen. Da müsste dann auch schon der Bossgegner auf uns warten. Gibt es irgendwo noch Herz? Ja. Für den Bossgegner brauchen wir, soweit ich weiß, die Pfeile. Ich habe nur noch eine Fee und Omas Suppe. Das muss ich bei Gelegenheit mal wieder ändern. Ansonsten, der Bossgegner ist eigentlich richtig scheiße. Der Zwischengegner, der Bossgegner nicht so. Der geht. Aber der Bossgegner, Alter. Der haut rein. Und den kriegen wir jetzt. Übrigens, vergesst nicht, ein Foto zu machen. Und der hier schmeißt nicht mit Feuer auf uns. Der hat's in sich. Da lohnt es sich auch, die Feuerpfeile rauszuholen. Oh, Fledermäuse. Okay, er schmeißt auch mit Feuer auf uns. Immer dann, wenn genug Gegner da sind. Nein, da hinten. Das Ding ist, sobald wir den besiegt haben, kommt ein neuer. Also bringt's nicht wirklich. Oder vielleicht lieber die Eispfeile. Ah, sehr gut, da kann ich mir ein bisschen Zeit erkaufen. Besiegt man! Oder war es ein anderer? Nein, man besiegt Eispfeile, Leute. Eis- und Feuerpfeile. Das bringt's. Ein bisschen mit dem Schwert anstupsen. So. Lass mal hier so meine Belohnungen auf. Cool, dann kann man jetzt auch Mokorus holen. Übrigens, wenn ihr total in Geldnot seid, erinnere ich mich gerade, dann würde ich euch raten, die Augengriffe abzuklappern, und zwar bei Nacht. Da gibt es sehr viele Leuchtzirkel, und jetzt bei der neuen Version sind da auch immer 50 Rubine drin. Früher waren es immer nur so Wie viele Rubine waren das? Ja, so 10, 20, manchmal nur 5. Das war voll scheiße. Okay, man kommt hier aber noch höher. Hier gibt's noch was. Yep.
Naja, gut, oder auch nicht. Aber ihr habt jetzt schon mal gesehen, wie die Waffe funktioniert. Jetzt können wir Mokorus befreien gehen. Dieser Tempel hat einfach zu viele Viecher. Ich brauche mehr Itemplätze. Super. Okay, wo geht's los? Da. Spring dem Vieh jetzt aber nicht hinterher. Komisch. Ach, ich weiß, wo ich hin muss. Und ist hier der Kompass drin? Zufällig? Ja, Mann! Kompass gefunden! Sehr schön. So. Weiter geht's nach oben. Aber hier lang. Also, eins kann ich euch sagen, leicht haben sie es hier nicht gemacht. Ich bin hier wieder vor dem Gefängnis von Mokorus. Hier war ein Glücksamulett drin. Ja, irgendwie hat der aus Versehen aufgehört aufzunehmen. Die große Statue bekommt ihr weg, indem ihr euch die Eisenstiefel anzieht und dann mit dem Greifhaken drauf zielt. Genau. Oh, das ist jetzt aber schon ein bisschen ätzend. Genau, und dann einfach hier rüber. Mokorus habe ich da gelassen, damit ich nicht wieder die blöde Sonette des Marionettenspielers spielen muss. Und erstmal in den Raum zurück, denn es wartet ja noch eine Karte auf uns. Ihr werdet ja erstmal wieder von so einem fiesen Vogel erwartet. Und nachdem der besiegt ist, könnt ihr hier eine Bombe legen und eine Tingelstatue finden. Die braucht ihr, um den Swingel, heißt er, glaube ich, den weißen Tingel erscheinen zu lassen. Für eure Galerie. Oh, fick dich, Alter! Und hoch, Link. Kann es sein, dass die magische Energie klauen, die Viecher? Ich hab so ein bisschen das Gefühl. So. Jetzt heißt es hier hoch.
Und dann da durch. Das ärgert mich jetzt aber schon. Ich habe auch eine Idee, wann das passiert sein könnte. So. Und ab geht's durch die Tür. Ich glaube, hier kommen wir dann nämlich zum Masterschlüssel. Warte mal. Die sind fies, die Viecher. So. Anders kann man die gar nicht besiegen. Obwohl doch. Warte. Man kann sie anders besiegen. Man kann sie mit dem Greifhaken rausholen. Aber an alle komme ich noch nicht ran. An denen zumindest. Gut. Hier gilt wieder das gleiche Prinzip wie im vorigen Raum. Mokoros muss für mich Bäume pflanzen. Gucken, wie gut das geht mit diesen fiesen Geistern um mich herum. Zur Not muss ich erstmal Link dazu holen. Ja, ich muss erstmal Link dazu holen. Wo ist er denn? So. Mokoros, jetzt kannst du ungestört weitermachen. Okay. Und hoch geht's. Ihr seht schon, da oben ist wieder, man hört es schon, so ein Grabscher. Okay, Mokoros, schnell einen Baum pflanzen und weg da. So. Keine Lust, wieder im Vorraum zu landen. Und weiter geht's. Oh, der ist riesig, der Tempel, ich sag's euch. Alleine mit dem Masterschlüssel ist es ja auch noch nicht getan. Oh, Geld. Immer noch zur Masterschlüsseltür hin. So. Jetzt sind wir da. Aber ich werde jetzt nicht ganz nach unten gehen. Ich schicke Mokoros. Ich glaube, ich weiß nämlich, wie ich
Ich... ich das hier aktiviere. Verdammt, Mann! Hier muss ich ja auch noch mit Mokoros hin. Hier gab es auch diese eine Tür, durch die man nicht weiterkam. So. Jetzt müsste aber langsam hier mal der Wirbel angehen, oder? Ja. Ups. Nemokuros muss hier wieder hochkommen. Da ist eine Kiste, da will ich hin. Nein, fuck. Ah, wenn es mal wieder länger dauert. Ah, Mann, Alter. Scheiße! Also Muckis hier hochzukriegen, macht keinen Spaß. Komm schon ein bisschen mittiger. Komm, wenigstens hier hin, wenigstens hier hin. Warum wird der immer zur Seite gedrängt? Da ist Link. Zu Link. Zu Link. Zu Link. Zu Link. Alter, wenn du jetzt abstürzt. Ich sag dir, ich hasse dich, du Vieh. Ich muss darüber. Warum eigentlich? Ich glaube, theoretisch hätte er auch warten können. Ach, komm schon! Na? So. Ich glaube, es wäre sogar besser gewesen, wenn ich ihn umgelassen hätte, fällt mir gerade ein. Was war hier?
War ich hier schon? Nein, ich glaube noch nicht. Warte, ich gucke auf die Karte. Nein, hier war ich noch nicht. Komm schon. Oh, ich hasse dieses Vieh. Vielleicht gibt es ja hier den Masterschlüssel. Oder das war hinter der Tür mit der Hymne. Ah. Ich glaube, hier kriege ich vielleicht noch eine Schatzkarte. Auf jeden Fall gibt es hier eine Kiste. Ey, ich hoffe, ich mache das hier alles nicht wegen dem beschissenen Glücksamulett. So. Mokoros, entspannt sich bitte mal. Sieht aber sehr nach Schatzkarte aus. Nein, ein Schlüssel für eine Schlüsseltür. Ah, gucken wir mal, was da oben ist. Dann habe ich jetzt hier oben alles, oder? Ja. Ich muss nochmal ins Erdgeschoss, sehe ich gerade. Okay, dann sehen wir uns wieder im nächsten Teil von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Dieser Teil ist jetzt lang genug. Bis gleich. Ach so, vergesst nicht, Daumen hoch und Kommentar.